Ich bin der Martin. Ich bin der Scholt. Und wir spielen heute, Moment, Minigame Anniversary Edition Entertainment System Built-in 620 Classic Games. Yes, ein Fake Nintendo aus der fabulösen Welt des Internets. Das Internet. Ein lieber Kollege aus dem Webstandard, der Georg, hat den ausfindig gemacht. Eine echt arge Kopie vom Mini-NES. Faszinierend. Nur mit 620 Spielen, zwei echt aussehenden Controllern, die sich ein bisschen wabbelig anfühlen. Es gibt natürlich kein Nintendo-Markensiegel, aber steht groß Made in China oben. Gut, das Original wahrscheinlich auch, oder? Der Fake-Tendo ist bereit, um getestet zu werden. Das erste Merkwürdige, was ihr daran seht, ist, es gibt keinen HDMI-Ausgang. Also ihr braucht einen Fernseher, der noch Cinch unterstützt. Sehr geil. Wir haben ja auch dabei ausgedruckt, die war schon drinnen, eine Liste von allen 620 Spielen in nicht alphabetischer Reihenfolge, zumindest nicht für nicht-chinesisch Sprechende. Ich kann, was die Reihenfolge ist, ja. Aber wir werden es erleben. Also ein harter Rip-Off. Wir promoten das Ganze natürlich nicht, kauft das Ding auch nicht, ihr unterstützt niemanden damit, der was davon hat. Ich glaube, Nintendo wird den Hersteller wahrscheinlich auch schon längst einen Brief zukommen lassen haben. Jedenfalls gibt es im Internet ganz viele von diesen Produkten. Wir schauen uns mal an, was sie können und warum ihr sie vielleicht besser nicht kaufen solltet. Ich freue mich drauf. Also, 620 in einem. Wunderbares Listenmenü, sehr übersichtlich für 620 Spiele. Wie ihr vielleicht an der Bildqualität erkennen könnt, sehr crappy das Ganze. Ich nehme mal an, es wird einfach so ein Mini-Prozessor drinnen sein und dann wird alles emuliert. Ja. Beziehungsweise das ist 16:9 sogar, zumindest diese Ansicht. Immerhin 16:9, hart aufgeblasen auf einen 4K-Screen in unserem Fall. Und wir filmen das Ganze ab, weil wir keine andere Möglichkeit leider hatten, jetzt aktuell das Bild mitzuschneiden. Aber wie ich gerade sehe auf der Kamera, schaut auf der Kamera fast besser aus am Fernseher selbst. Also ist das überhaupt möglich? Ist das überhaupt möglich? Bitte such dir was Schönes aus. Ich würde sagen, wir starten bei einem Klassiker wie Mario und schauen mal, ob da wirklich der echte Mario drin steckt. Es gibt aber mehrere Marios. Mario 9 und Mario 6. Ist geil. Es heißt zwar hier so Mario World, aber ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Also schon, da liegen die Knochen rum. Ist geil. Und es gibt Kirschen und Weintrauben. Und Eier. Und Eier. Und Bananen. Und Schnecken. Ah, das ist nicht echt. Das ist wohl nicht echt. Ich glaube, dieses Mario habe ich verpasst. Ich habe Skateboard, wie geil. Das ist großartig. Aber ich muss sagen, da haben sie den Schöpfern was vorgemacht. Da geht sich mein Skateboard verloren hier. Und was kannst du da schießen? Wolken? Oder? Ich weiß nicht, was das genau ist. Das Feuer? Was ist das? Ja, was Yoshi zur ist da. Hölle? Der Godzilla-Yoshi. Godzilla Yoshi. Okay, also die Eier anscheinend nicht zerstören, sondern mal schauen, was da draus schlüpft. Swallow the Egg. Na, das ist auch mal ein Ende für ein Mario Level. Das ist in die Höhle. Und was passiert ab in die Höhle. Jetzt? Choose an Egg. Geil. Ein 100 Egg. Ein 100 Egg. Bitte genießen wir ganz kurz die Minute, um diesen Sound zu hören. Ist das Original? Nein. Oder? Original was? Ja, ich weiß nicht. Weißt du, dass ihr den Original-Rip nochmal. Rip-Rip. Nochmal rausgebracht habt. Ob man da durchrushen kann. Ob wir noch etwas Spannendes erkennen hier. Aber auch hier will er einen alles umbringen. Ist halt so. Oh. Ja. Ich glaub, schon okay, es ist nicht das Original. Wir schauen ins nächste Spiel. Ich habe vorher was gelesen, was mich sehr fasziniert hat. Da gab es ein Angry Bird. Hier. Oh Gott. Wie es 1985 geboren wurde, ja. Könnt ihr euch sicher erinnern? So war das damals. Ist ja nicht so, dass das ein Mobile-Spiel gewesen wäre. Also die Unternehmen, die hier abgezockt werden, summieren sich. Man kann rauf und runter. Spannweite kann man auch. Ich glaube, du kannst nur abschießen wahrscheinlich. Aber ich kann auch den Winkel natürlich einstellen. Na gut. So. Ich bin ein Fisch. Schon wie ein Fisch. Yes, Schwein getroffen. Du hast ein Schwein abgeschossen. Hit the Swine. Zweites Schwein. Das ist ein sehr, sehr spannendes Spiel. Was? Stößt nicht einmal die Klötze um? Kann ich das beeinflussen noch? Unmöglich, wie soll man den treffen? Wir sind gescheitert am ersten Level. Wir haben es gesehen, sie haben sich nicht so viel überlegt. Ich glaube, das erste Level ist unschaffbar. Es gab auch ein Ninja Turtles Spiel. Da gibt es Turtles 1 und 4. Turtles 1, welches soll man nehmen? Was du möchtest. Warum? Was ist mit 2 und 3 passiert? Ich weiß es nicht. Sie sind irgendwo anders untergereiht wahrscheinlich. Aha. Boah, geil. Das ist ein Turtle. Ist ein RPG? Hm. Nein, Jumper. Wer bin ich?
Ah, Donatello, oder? Der Violette. Ist das Violett oder Blau? Das könnte eher, ich weiß ich glaub, nicht. Das ist, ich glaube, es ist der Leo. Man sieht es ja eh an. Aha, das ist der Leo, oder? Leo mit Schwert. Ist cool. Der ist super, ist das. Also das hast du Springen auch? Ja? Boah, das ist ein Springschlagen. Das wie Castle, ist das, was da wie Castlevania einfach. Was sind das für einfach? Viecher, ich weiß es nicht. Oh, ist das der Endgegner? Was soll das sein? Das ist ein Foot Soldier. Da. Insekten. Insekten abhängen. Ganz klassische Gegner, wie man sie kennt aus den Turtles. Weiter schon? Nein, da schon einfach alles gleich aus. Critical. Ich bin einfach verschwunden. Ist das Splinter, oder? Splinter. Was sagt Splinter? Können wir leider nicht übersetzen. Spannend. Furchtbar. Small Dinosaur. Das ist ein kleines Krokodil. Bist du das? Bin ich das? Was mache ich da? Wo bin ich? Ich sammle das ein. Was? Warum? Das ist ein Glücksspiel wahrscheinlich. Um was geht's? Also abwechseln. Nein, kann ich nichts machen. Ich würde sagen, wir skippen das. Mad Xmas. Garden War. Drugs War. Ich möchte Bomb King oder Drugs War. Mach mal bitte Bomb King. Was ist das? Das schaut aus wie Schiffe versenken. Ah. Aber es ist eher Häusel versenken, wie das ausschaut. Position Barrack. Jawohl, oder? Ich hab schon. Aber das Rot schaut doch gut aus hier. Warte. Komm, wir spielen Fußball. Wo war das? Da, rauf. Blattsocker war das. Japanische Schule. Also. Du bist, glaube ich, weiß. Ich bin dunkel. Wo ist meiner? Ich kann nicht mal sagen bei den beiden Tasten, was welche Taste ist. Ich glaube, A ist schießen. Jetzt wirf halt rein. Können wir bitte ein Tor schießen? Ja, ich möchte jetzt ein Tor schießen. Er geht alleine vor. Boah! Triple King. Du wirst gerade gefoult. Ja, wirklich. Das ist gemein. Man bringe mir den Ball. So, ich mach das jetzt. Das ist der Sound. Wie hat das geheißen, diese Fußballserie, diese japanische? Kickers. Das ist doch der gleiche Captain Sound, Captain oder? Tsubasa? Nein, Kickers. Das ist doch der gleiche Sound, wenn sie trippeln. Das ist das beste Spiel aller Zeiten. Was ist da? Jetzt hat das Spiel aufgehängt. Geil. Besser als FIFA 18. Pikachu! Pika, Abstand, Schuh. Bitte mach Pikachu. Schaut aus wie James. Das ist ja Tetris. Das ist Tetris. Wieso ist Pikachu Tetris? Spiel 40. Your Customers. Das schaut aber sehr echt aus. Non-Customers. Oder? War es nicht auch so? Oh, come on. So, du passt. Echt? Na, aber welches Haus war jetzt nicht deins? Das die Weißen nicht. Sind deine und die anderen nicht. Jetzt bist du überfahren worden. Oh, ich habe nicht gesehen, dass man ausweichen muss. Jetzt bist du dran wahrscheinlich. Es hat keinen Ton. Der Hund hat mich gefressen. Ich habe eine Zeitung gereicht. Ja, du hast nicht unendlich Zeitungen. Just saying. Ja, stimmt, hast recht. Das ist ein Rasenmäher. Ja. So, jetzt. Hier. Da, was macht der hier? Stretching. Oh. Das Super Bras 6. Ah. Das sind Looney Tunes. Looney Tunes, geil. Shirley the Loon. Mario in Looney Tunes. Genießen wir den Sound. Yeah. Oh, gut. Yes. Ich bin rot. Ich bin blau. Org. War eines meiner Lieblingsspiele, war ja zu einer ähnlichen Zeit, aber am Amiga, Turrican. Turrican? Ja. Nee. Nein! Also ganz ehrlich. Man kann schwimmen. Nein! Bist du jetzt oben wieder aufgetaucht? Ja. Geh bitte. Ach, nein. Ja, liegt an dir jetzt, ich bin schon Game Over. Runter. Nein! Geiles Spiel. Wie schon geschafft? Nicht so viel. Zippy Race. Schau, zwei Spieler. Dos Players. Oh mein cool. Gott! Cool. 59 km/h pro Stunde. Warum kommt der überhaupt so nah zu mir her? Du bist 98. Du musst schneller fahren können, sag ich dir. Ah, ich kann ihn schlagen. Ah, ja doch. Weil die versuchen mich gleich abzudrängen. Jetzt kommt die Auffalljagd. 97. Ach komm. Man startet als 90. Vor allem, man ist der einzige Motorradfahrer unter Autos. Wie beschleunigt? Ah. Öfters? Nein, drücken. Was ist das für eine KI? Ich will nochmal. Super ist das. Lass doch in Ruhe. Ja, das ist doch die Mirroring-KI. Okay, bitte. Na schau. Na bitte. Sag mit Physik-Simulation, oder? Dass es mich gleich aufzahlt? Ja, du musst dir das Motorrad gerade stellen. Mhm. Bin voll dabei.
Ja, sitzt langsam. Mhm, mhm. Finish. Doch, Bronze. Unglaublich. Das war's. Ja, nicht schlecht. Wie war dein Erlebnis mit dem Fake Tendo? Ich fand's sehr schön. Machen wir das bitte nie wieder. Machen wir es nie wieder. Ich glaube, es ist rausgeschmissenes Geld. Ihr findet bessere Zeitvertreib wahrscheinlich im Internet auch. Kauft euch, wenn es original, dann habt ihr wenigstens die Spiele, die ihr kennt. Ja, aber ich muss dazu sagen, natürlich 620 Spiele, auch wenn das meiste irgendwas ist, ist natürlich schon ein Zeichen, dass Nintendo vielleicht bei seinen Neuauflagen auch ein bisschen mehr dazugeben sollte. Da waren schon ein paar Sachen dabei, die ich beim Original vermisst habe. Da hast du recht. Aber 620 ist ein bisschen Overkill. Absolut. Und vor allem, wenn man nur eine Liste hat, um sie auszuwählen. Ja. Generell natürlich ist ein Fake, ist ein Rip-Off, kann man nicht empfehlen. Und so fühlt sich das Ganze auch an. Das sind ziemlich billige Tasten, klarerweise. Ja. Aber trotzdem ein schöner Rückblick für uns und ein schöner Rückblick in eine Vergangenheit, die es nie gab. Zum Beispiel ein Rückblick Mario 9. Und den Einblick in verkommene Welten, die man nie gesehen hat. Ja, genau. Aber ich finde es lustig, weil Mario 9 ist sicher auch irgendein anderes Spiel gewesen. Ich glaube, es ist ein reiner Fake, sondern irgendein anderes Ding, wo Mario einfach reingepoppt hat. Ich glaube, das Spannende wäre daran, wenn man jemand durchgeht mit seinem richtig historischen, guten Wissen über Videospiele und schaut, woher wurde was zusammengetragen. Ja. Dieses Frankenstein einer Konsole, wie ist das entstanden und woraus wurde das erschaffen? Das kann man so stehen lassen. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Spielen von normalen Spielen.